So, Let's Play Lego Renaissance 2. Im letzten Part hatten wir die 2 Ströme gefunden. Die 3 Goldsteine. Und nun geht's los mit dem Eisrennen. Aber Achtung, es wird rutschig. Das sagt schon alles. Das sagt auch schon alles. Alter! Was rutscht denn hier so rum? Was soll ich mir rum? Du nicht? Okay. Besonders sehr vorsichtig werden, weil sonst liegt ihr unten. Ich sollte hier immer vorsichtig fahren. Das ist nämlich sehr rutschig. Wie ihr hier gerade seht. Rutsch hier wie ein verrücktes Ding. Das hat Autsch getan. Das wollen wir erst rein. Sehr eigenartig. Dann gehen wir. Das müsste das Zeug sein, ja.
Alter, was ist das denn? Was putzt denn wieder so hässlich? Sind auch getan. Es sieht schon sehr klein, aber trotzdem sehr gefährlich. Das ist so gefährlich, weil man zu sehr rutscht. Ja, wenn man bedenkt, dass man beim finalen Boss so viel Turbo braucht. Mehr Turm als Reifen ist das Problem. Es gibt einen bestimmten schnellen Weg, den ich immer so gerne benutze. Einer hängt mal wieder. Ich war nicht über den. Dass das noch gezählt hat, das ist ein Wunder. Ich war schon über der Kante.
gesagt, das ist rutschig. Das haben auch Autsch getan. Oh, diese engen Poren hier immer. Schrecklich. Sequenzen habt ihr schon tausendmal gesehen. Last race for the bar. Der könnte scharf schon decken, wer das sein kann. Ja, die mehreren Wege hatten wir gerade schon. Es gibt einen bestimmten Weg. Und nein, der führt hier durch. Vorsicht, weil da hinten direkt eine Kurve kommt. Die Strecke ist sehr kurz. Dafür wird wieder die nächste länger. Das kann ich euch schon mal versprechen. Der Bus. Das passt, ne? Steht da noch an. Und das ist richtig groß. Geht fast schon über die ganze Eislandschaft. Eine Menge Abkürzung. Geht's noch gut? Ich denke nicht.
Mal Mühe. Sehr schönes. Doch leider sind wir schon wieder beim Boss. Und können dann den Boss zu finalen. Ich habe euch im nächsten Part bei Eisberg. Bis dann und ciao.